geil! Weil irgendwie Schigi wieder auf will, vertraue ich dem jetzt nicht. Jo Leute, willkommen zu dem Video. Heute geht es einmal darum, dass ich mal wieder wegfahre. Und zwar, wir fahren heute zum Dietner Sattel. Wie ich auf den Dietner Sattel gekommen bin, da habe ich mich im Internet einmal ein bisschen inspirieren lassen, wo ich bei so einem schönen Wetter am Sonntag hinfahren kann. Ich habe mal geschaut gehabt, wo der Dietner Sattel ist. Da fahre ich ungefähr 3 Stunden hin und zurück. Das ist quasi in so einem Kreis, was ich fahre. Und der Vorteil an diejenigen, die jetzt nicht wissen, wo wir ungefähr herkommen. Grenze Österreich, das ist schon sehr vom Vorteil. Das heißt, wir haben ja gleich in Österreich drüben. Das ist jetzt keine allzu ewig lange Tour. Lassen wir uns mal überraschen. Und dann gebe ich euch wieder ein professionelles Fazit ab, der sehenswert ist, ob man den fahren kann oder nicht. Aber jetzt erst einmal das Intro. Nur eine kleine Nebeninfo, ich bin halt allein unterwegs, der Tom ist nicht dabei, Sozius habe ich auch keinen dabei, mein Freundin ist daheim. Weil ich mir gedacht habe, ja, bei dem schönen Wetter muss ich so eine schnelle Tour, oder was heißt schnell, mehr oder weniger 3 Stunden, bin ich jetzt auch aus. Möchte ich einfach ganz gerne mal wieder allein fahren, weil nämlich mit Sozius bist du halt ein bisschen eingeschränkt. Und da muss ich ehrlich sagen, Alter, wenn du auch zweimal Sozius fährst, das klang aber auch vollkommen. Es ist mittlerweile, bin ich irgendwie so drauf getrimmt, ja, aber mit Sozius, da geht ein bisschen was von der Leistung ab. Du bist nicht so wendig. Geil! Und das geht halt mit Sozius nieder. Aber leider nicht übertreiben. Wir möchten alle wieder heil heimkommen. Von dem her immer Piano, auch wenn du da unterwegs bist. Wait a minute! Alter, geiles Wetter, trockene Straßen, Temperatur auch angenehm. Jetzt morgen kommt der Sommer und ich hoffe, der bleibt da. Und warum schlafst du nicht schon wieder? Geht das denn? Ja, Siegbert. 20 Minuten später. Republik Österreich, so schnell kann es gehen. Ja, das ist der Vorteil, wenn man an der österreichischen Grenze wohnt. Ja, Gott sei Dank, Saalfelden, Alter, mal wieder 50. Das mag ich ja überhaupt nicht. Wenn du so ewig lang einfach nur geradeaus fährst und da ist 100. Also mit der vielleicht nicht, mit der anderen Motorrad vielleicht schon. Aber damals bei meiner 400er habe ich einen Kolbenfresser gehabt. Und da war, glaube ich, auch einer der Faktoren, dass du immer am Gas warst, weil, keine Ahnung, Gott soll da nicht ausgehalten. Ui. Oh ja, bei den Kurven, das sehe ich mir schon mehrer. Wie ewig nur mit 100 geradeaus zum Fahren. So, irgendwas mit Hochkönig habe ich gelesen gehabt, das heißt, allzu weit darf man dann eigentlich auch nicht mehr weg sein. Bergstrecke, was? Hochmaisbahn, keine Ahnung wo die ist, vielleicht sollt ihr am Bestehen bleiben und vielleicht einmal gucken. Heute bleiben wir da gleich stehen. Hallo, 25 Minuten noch. Wo bin ich denn? Haben wir ja gleich da, oder? Dann bin ich gefahren, wann bin ich weggefahren? Um 10:45, stehen da 25 Minuten da, doch 1,5 Stunden umeinander bin ich jetzt unterwegs. Zielgeraden. 25 Minuten haben wir gleich da. Und es geht bergauf. Und es wird zapfiger. Servus. Alter, geil. Genau solche Straßen morgen ja. Kurven, Serpentinen. Was halt auch geil ist, die weißen Striche da am Wohnern. Dass das extra für Motorradfahrer ist. Quasi, wie heißt schnell? Perfekte Spur, oder wie nennt man das? Geil! Oh ja, doch, macht schon Spaß. Vielleicht ein bisschen Piano, weil ich die Strecken gar nicht kenne. Und leider vorher Enduro. Ich glaube, mit der Supermoto, wenn es die sauber einlegen kannst, macht es schon mega Spaß da. Okay, Navi sagt man gerade 5 Kilometer nur. Geil. Filzensattel, 12,90 in der Höhe. Okay, auch nicht gewusst. Alter, kalt wird's. Leckt mich am. Aber doch, ist recht nett. Ich hätte mir aber vielleicht vorher Gedanken machen können, auf welcher Höhe dass ich da jetzt vor. Dann hätte ich mir vielleicht doch ein Jucken gezogen, aber da warm ist eh so warm. Gott sei Dank, dass der Sommer kommt. Geht das denn? Dinken, genau. Da wollen wir hier. Miau. Heute noch nichts gegessen. Gut, das Navi sagt mir jetzt 800 Meter. Ich weiß aber auch nicht, ob ich da jetzt auch richtig bin. 30G. Ja, ist auch nicht hier. Bevor ich da jetzt noch mehrere an Schmoren zusammenfahre, schau ich lieber nur mal aufs Handy. Was mir das sagt, ob ich noch richtig bin. Nein, natürlich nicht.
beim Kreisverkehr vorne rechts auf. Siehst du das? Upsi, dann liegt der Fehler wohl auf meiner Seite. Dann haben wir ihre Tour. So, da rechts um mich, Bischofshofen. Genau, hab ich doch gesagt. Da haben wir rechts um mich. Ja, genau, jetzt haben wir richtig. Berge! Ja, Panorama kann man lassen. Das Navi sagt mir, ich soll da auf. Aber da geht's ja gar nicht weiter. Ich glaube, ich fahre die Straße dann einfach mal weiter. Dann würde da schon sein, oder? Ja gut, Leidels. Das Navi sagt mir, ich soll jetzt da außen um mich fahren, dass ich da aufkomme, aber das ist ja wieder mitten im Skigebiet. Da bleibe ich, das ist falsch. Niemals ein Navi vertrauen? Na, da fahren wir jetzt einfach weiter. Mühlbach, Bischofshofen, wieder warm. So, jetzt schauen wir einfach mal. Jetzt fahren wir mal da rechts weiter. Weil das Navi hat mir gesagt, Dietener Sattel vorbei links auf. Aber das ist ja da mitten im Skigebiet und da die vertraue ich jetzt einmal nieder. Ah, das allererste Mal, dass ich da bin. Ich muss mir erst einmal selber zurechtfinden. Ui. Ja doch, ist schon schön. Aber allerdings weiß ich auch nicht. Kommt der noch? Bin ich doch falsch gefahren? Weil irgendwie Skigebiet auf, vertraue ich dem jetzt nieder. Wenn es da wieder bergab geht. Ja, ein kleiner Cut aus der Postproduktion. Ich hab das Schädel nicht gesehen beim Vorbeifahren. Ich hab mich rechts von der Landschaft ein bisschen zu sehr ablenken lassen. Beim nächsten Mal weiß ich's besser, bleib ich stehen. Nur das war das allererste Mal, wo ich da war, habe ich mich auch nicht auskennen gehabt. Auf alle Fälle müsste das Video an der Stelle eigentlich vorbei sein. Aber ich werde im Video noch ein paar Nachworte sagen und eine kleine Empfehlung abgeben. Der Fehler, in Anführungsstrichen, ist mir jetzt erst aufgefallen im Nachhinein. Wie gesagt, beim nächsten Mal weiß ich's besser. Und jetzt geht's noch ein bisschen mit dem Video weiter. Alter, die Erfahrung ist noch nicht so da. Oder war das der Sattel schon? Keine Ahnung, Alter. Und woran hat's gelegen, weil ich mich wieder nicht schlau gemacht hab? Ja, mei, so ist halt. Ui. Ja, gegen so eine Straßenmaschine kommen wir halt auch wieder nicht an. Ich fahr ja eigentlich ein Enduro, gell? Also für die Strecken war dann wieder Supermoto. Recht interessant. Aber wenn wir jetzt einen Sattel nicht gefunden haben, trotzdem saugeil zu fahren. Ui! Und auch hier wieder am Boden Ideallinie. Also bei solchen Strecken, da kommen bei mir schon wieder irgendwie so Italien-Vibes auf. Das ist fast wie in Italien, abgesehen von den Temperaturen. Aber irgendwie so kurvige Strecken irgendwo durch die Landschaft. Doch, das ist, finde ich, sehr, sehr geil. Aber wenn ich ihn jetzt nicht gefunden habe, ist es trotzdem schön zum Fahren. Empfehlung, ja, kann ich euch empfehlen. Für, ja, 1,5 Stunden bin ich jetzt einfach gefahren, 3 Stunden insgesamt unterwegs. Kann man schon mal machen. War jetzt vielleicht nicht ganz so spektakulär wie der Sölkpass oder Großglockner, auf alle Fälle nieder. Straßen war in Ordnung, Aussicht, Panorama war in Ordnung. War, ja doch, war gut, Kurven waren auch gut. Für eine schnelle Runde hast du schon. Nanu? Oha, welch würdiger Abschluss. In diesem Sinne, Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, auch wenn es ein Fail war, lasst gerne ein Like da, Abo, Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Dann sehen wir uns beim nächsten Video und vielleicht im Laufe des Jahres nur mal hier. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video, bleibt gesund.